In meinem Video spreche ich immer von Independent Escort Damen und Escort Damen, die mit einer Agentur zusammenarbeiten, die ja eigentlich auch selbstständig sind. Doch was ist der Unterschied zwischen einer Independent Escort Dame und einer Escort Dame, die mit einer Escort Agentur zusammenarbeitet? Das erkläre ich dir heute in meinem Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Bel Bennett. Auf meinem Kanal geht es um Escort, Lifestyle und mein Business. Eine Independent Escort, auf Deutsch übersetzt eine selbstständige Escort-Dame, kümmert sich selbstständig um die Organisation ihrer Termine. Sie stellt sich auf Portalen online, damit der Kunde sie findet, organisiert den Termin und trifft ihren Kunden. Ich habe ein Video online gestellt, was die Vorteile sind, wenn man als Independent Escort arbeitet und wenn man mit einer Escort-Agentur zusammenarbeitet. Das verlinke ich dir hier. Es gibt jedoch auch Independent Escort-Damen, die gelegentlich auch mit Escort-Agenturen zusammenarbeiten. Meistens, wenn sie nicht genug Kunden haben und einfach mehr Geld verdienen wollen. Aber es gibt auch Escort-Damen, die gelegentlich Kunden treffen außerhalb der Agentur. Meistens waren diese Damen vorher als Independent Escort tätig und haben sich dann entschlossen, mit einer Escort-Agentur zusammenzuarbeiten. Das heißt, sobald eine Escort-Dame sich selbst um die Bearbeitung der Termine kümmert und ihre Kunden selbst akquiriert, handelt es sich um eine Independent Escort. Möchte ein Kunde eine Independent Escort treffen, also gerne mit der Escort-Dame schreiben, sucht er im Internet nach einer Independent Escort und es kommen ganz viele Escort-Damen, die selbstständig arbeiten. Möchte ein Kunde einen sicheren Termin haben und möchte er das organisiert haben von einer Escort-Agentur, dann sucht er im Internet Escort München oder Escort Frankfurt, dann kommen dem Kunden zahlreiche Escort-Agenturen. Als nächstes kommen wir zu der Escort-Dame, die mit einer Escort-Agentur zusammenarbeitet. Das ist ähnlich wie bei einem Model, das mit einer Model-Agentur zusammenarbeitet. Auch diese Escort-Damen sind selbstständig, bekommen jedoch von der Escort-Agentur eine Rechnung für die Dienstleistung. Das bedeutet, jedes Mal, wenn die Escort-Agentur der Escort-Dame einen Termin vermittelt hat, bekommt die Escort-Agentur eine Vermittlungsprovision von der Escort-Dame. Selbstverständlich gibt es auch Escort-Damen, die in mehreren Agenturen arbeiten. Doch warum ist eine Escort-Dame bei einer Escort-Agentur nicht angestellt? Auch eine Escort-Dame ist eine Sexworkerin, auch wenn ich weiß, dass viele Escort-Damen das ungern hören. Deshalb ist es nicht möglich, als Sexworkerin bei einer Escort-Agentur angestellt zu sein. Ein Arbeitgeber ist weisungsbefugt. Das wäre im Escort nicht möglich. Das heißt, die Escort-Agentur könnte die Escort-Dame nicht dazu zwingen, auf ein Date zu gehen bzw. ihr irgendwelche Anweisungen zu machen. Somit ist es für die Escort-Agentur nicht möglich, die Escort-Dame aufzufordern, ihren fest vereinbarten Termin wahrzunehmen. Jedoch kann die Escort-Dame hierfür eine Rechnung von der Agentur bekommen. Wenn eine Escort-Dame mit einer Agentur zusammenarbeitet, ist es wichtig, sich vorab über seine Rechte und Pflichten im Klaren zu sein. Am besten ist es, wenn man sich den Agenturvertrag nicht nur einmal durchliest. So können keine Missverständnisse passieren. Welche Vorteile hat man, wenn man bei einer Escort-Agentur nicht angestellt ist? Man kann alle Sachen selbst bestimmen, doch ist die Agentur von einigen Sachen nicht begeistert bzw. sieht die Agentur kein Potenzial, wird sie mit der Escort-Dame keine Zusammenarbeit anstreben bzw. diese beenden. Man kann frei machen, wann man möchte und hat keine begrenzten Tage an Urlaub. Man kann seine Arbeitszeiten frei wählen. Man kann jederzeit die Zusammenarbeit beenden, ohne jegliche Fristen einzuhalten. Doch es bringt auch viele Nachteile mit sich. Geht man als Escort-Dame in Urlaub, wird dieser nicht bezahlt. Die Escort-Agentur kann die Zusammenarbeit jederzeit beenden. Die Escort-Dame hat hier nicht die Rechte wie eine Angestellte. Die Escort-Dame ist nicht krankenversichert und muss sich selbst krankenversichern. Hat die Escort-Dame keine Aufträge, verdient sie kein Geld, anders als bei einem Angestellten. Hat die Firma gerade wenig Arbeit, werden die Mitarbeiter regulär bezahlt. Die Escort-Dame muss sich selbst um die Rente kümmern, da auch hier keine Kosten von der Agentur getragen werden.
Die Escort-Dame ist selbst für ihre Steuern verantwortlich und muss sich selbst darum kümmern, ihre Einnahmen zu versteuern. Ich hoffe, mein Video konnte dir weiterhelfen und du hast verstanden, dass auch eine Escort-Dame, die mit einer Agentur zusammenarbeitet, nicht bei der Agentur angestellt ist. Hast du hierzu noch irgendwelche Fragen, dann schreibe es mir in die Kommentare. Ansonsten habe ich dir ein Video online gestellt zum Thema Steuern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.